I was just saying, Bro. Warum nicht? Bro, wir haben eine volle Lobby, jetzt sind wir instant noch zu siebt. Oh my god, what is that? Okay. Der hat eine schwule Flagge. Leute. Nee, Polaris? Bro, Polaris einfach hier. Bro, warum sind schon vier Leute raus? Warum sind schon vier Leute raus? Ja, drei Leute sind instant geliefert. Bro, ich sag, ist was safe report safe, oder? Weil der ist ja gerade, guck mal, der ist ja gerade zu Reaktor gelaufen. Also. Wie ich's gesehen habe, noch mal ganz kurz Information. Ja. Also, ich kann jetzt nicht beurteilen, was ihr anderen gemacht habt, aber... Ich habe Rania und Little Polaris gerade zusammen gesehen. Und dann, kurz bevor Reactor gecallt wurde, dann bin ich an denen vorbeigelaufen, als ich zu Reactor gegangen bin, die ist in die andere Richtung gegangen. Und jetzt ist auf einmal Little Polaris tot, also es muss entweder Rania oder Annie sein. Annie kam mir aber... Annie war aber, glaube ich, ein bisschen weiter weg, also... Das habe ich mich gerade auch gefragt, Ramsey. Leute. Oh, ja, Gordon Ramsay, du bist in der Küche, Gordon. Oh mein Gott, Gordon Ramsay! Oha, lol! Ich bin Frankie. Alter, wie geil ist denn das denn? Man kann hier einfach runterklettern und hoch. Wie geil ist das, Alter? Wie geil ist das, Junge? Wie geil ist das? Bei Gott, das ist ja echt so geil hier. Ist es auch. Ja, sag ich ja. Das hat sich irgendwie ironisch angehört. Hey, nein, das ist hier alles mega geil, finde ich. Hey, das hört sich so ironisch an, bei Gott. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, jetzt hört sich einfach ironisch an, Digga. Nö. Ich meine es ernst. Ich finde alles hier perfekt. Yo, hier sind sogar Waffen drin, ja, tschüss. Pistolen, ja, AK-47, Digga. Was noch alles, Digga? Ja, Bro, ich wollte... Ja, Mann! Ja! Zwei Leute tot waren, Junge! Du kleiner... Fritz, Junge! Ich wollte... Idee! Krasse Idee hier! August, ich hasse dich! Ja, sorry, deswegen habe ich gesagt, ich hoffe, Mark kriegt das. Als Digga. Oh, Bro, das ist so scuffed. Bro, wie soll ich das denn zeichnen? Ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt googeln. Ich muss googeln, August. Oh, Bro, ich kann nicht zeichnen, Digga. Was ist denn das? Mach doch einfach die Haarfarbe und peng. Bro, ich weiß nicht. Das ist die mit den Türkisen, oder? Hä? Hä? Du hast doch nicht meins bekommen. Was für die mit den Türkisen? Was laberst du eigentlich? Um August? Ich meine, um was in dem Miku. Hä? Was? Digga, was laberst du? Warte, Mark ist jemand, dein. Mark ist dein Satz, das mit Hatsune dem Miku. Nee. Ich. Nein, stimmt doch. Ich weiß jetzt, nein, der heißt gar nicht, Digga. Ja, ich verstehe jetzt alles. Ich verstehe gerade alles. Das ist echt. Der, wo du gesagt hast, du findest ihn so relatable oder was auch immer. Wer hat das gesagt? Du hast das gesagt. Was? Als ich seine Eigenschaften mal gesagt habe, nicht seine Eigenschaften, sondern so, egal. Vielleicht hast du nicht mal meins, aber... Erstmal... Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab keins, weil der Name ist... Erstmal bei Zuschauern meine Zeichenskills zeigen. Bro. Ja, Bro, das sieht so scheiße aus, aber ich kann hier drauf nicht schreiben. Ich kann mit dieser Maus echt nicht schreiben, ne? Scheiße, ich hab kaum noch Zeit. Ich hab... Ja, voll ja, ich bin schon fertig tatsächlich. Ich bin jetzt auch fertig, aber. Bro, ich überhaupt noch nicht, ne? Ich schaff das nicht. Same, obwohl.
Also wer nicht erkennt, was es darstellen soll, dann weiß Scheiße, ich auch nicht. Ich schaff die Hälfte vom Satz so gefühlt. Wahnsinn. Ich werde niemals fertig, Bruder. So. Obwohl. So. Ich hab was Jugendfreies, was nicht Jugendfreies jetzt geschrieben, aber so, egal. Oh mein Gott, ich hab grad. Oh mein Gott! Was ist das? Bro, ich hab zwei Wörter geschrieben. Stark. Ja, Kian, ich merke gerade, ich hab grad deine Dings bekommen. Ah, Digga, so viel dazu. Ah, Digga, ich hab jetzt schon verkackt. Sehr stark, echt. Oh, ich bin fertig. Oh, könnt ihr euch mal entspannen, Alter. Digga. Nein! Die machen was rückgängig so. Junge, das macht halt dann wirklich wieder alles weiß. Was seid ihr alle so langsam? Bro, das ist nicht so leicht. Ist halt wirklich doch. So. Junge, ich bin echt zu doof dafür. Jo. Danke, dass du aufgezeichnet bist. Ja. Ganz ehrlich, zeichnest du eigentlich mit deinem Finger oder mit deinem Stift? Okay. Boy, drei Viertel der Zeit ist um und keiner von euch ist fertig. Ich bin fast fertig, ich schaff das. Digga, das sieht so beschissen aus. Was mache ich hier eigentlich? Okay, komm. Komm, Bro, das. Junge, das sieht so jetzt scheiße aus. Ah! Okay. Ja, das hatte ich. Ah. Vor allem, Bro, ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit, Bro. Keine da ist Lukas, da doch nicht mal drin. Bro, ich hab's nicht geschafft. Ah, scheiße. No. Oh. Ja, das hab ich dann bekommen. Ich konnte nichts mehr schreiben. Oh nein. Album. Ja, ich kann nicht mehr. Ja. Ja, ich lieb's. Oh, ich lieb's. Oh, oh nein, jetzt kommt's. Ich hab das komplett. Ja, Junge. Bro. Alter, wie kann man so verkacken? Wir sind immer Kreativität an Schärfe. Oha, tschüss! Oh. Ja, ehrlich, so gut geworden, ne? Ja, und dann kommt meins. Smash. Ja, Smash. Da fehlt okay, aber, aber da fehlt die Lasagne, Digga. Warte. Oh, oh Mann. Ja, okay, ich hab noch eine Runde. Das ehrlich. Japanisch. Ach, Bro, egal, ich mach das. Oh, Digga. Krieg ich doch nicht mein Leben. Junge. Bro, mein Satz ist jetzt ein bisschen wack, aber. Wird das denn eigentlich ehrlich, auch auf Koreanisch übersetzt? Nö. Nein. Okay. Bro, mir ist noch gar nichts eingefallen, ne? Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab schon wieder aus dem August genommen, Digga. Ach, Digga. Mir fällt nichts anderes ein. Ich nehme wirklich literally das, was halt. Also ich fühl's gerade, aber muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, so. Wem geht's auch so? Ja, weißt du, übersetzt. Danke. Ja, definitiv. Ist er überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Ja, okay.
Nee, ich hab mich nur gerade beeilt und geguckt zu zeichnen. Er ist solide 6 von 10 maximal. Junge, die Fresse. Ansonsten sieht er so aus, als wäre er auf Koks. Junge, die Digga, ich konnte das nicht fertig. Junge, die Fresse von August, Digga, die ich gezeichnet habe, sieht scheiße aus. Nur so bei Ray. Ah, ja. Seid ihr so unkreativ bei euren Sätzen? Also wirklich. Geile. Drache mit einer Pistole. Ist das euer scheiß Ernst? Einfach hier exposed. Oh yeah, echt. Ich kann ja nicht mal einen Drachen zeichnen, Alter. Das war nicht mal ein Drache, Digga. Wer kommt darauf? Weiß ich doch nicht. Frag doch nicht mich. Alles ist besser, als einen Drachen zu zeichnen. Bro, was ich hier mache, ist eigentlich schon bodenlos schlecht, einfach nur. Frag mal mich. Meinst du da auch nicht viel besser aus? Ich versuche das gerade so gut wie möglich zu zeichnen, aber das sieht jetzt gerade schon aus, als ob das, keine Ahnung, so eine richtig ekelhafte Gestalt wäre. Mach einfach ohne Zahn oder so, keine Ahnung. Ja, der ist cute, aber den könnte ich auch nicht zeichnen. Der ist echt. By the way, dadurch, dass das auf Japanisch war, ich hab's übersetzt und hab die Übersetzung dahin geschrieben. Aber Kian, wirklich, warum auf Japanisch? Warum? Ich war das. Was für Kian? Achso, August hat das eingestellt. Ja. Warum nicht? Weil das Kacke ist. Na, da spricht er mir aus der Seele. Nice. Habt ihr was gegen Japaner? Nein. Ja. Oha! War ein Joke. Chill, alles gut. Darüber macht man keine Witze. Komm. Sagt auch der Richtige. Ja. Hä? Wann habe ich jemals als Spaß gesagt, dass ich Japaner hasse? Also Japaner jetzt nicht unbedingt, aber du hast schon hier ziemlich fette Beleidigung rausgehauen. Ja. Nur Sachen, über die ich Spaß machen kann. Trotzdem. Übrigens, meine Zeichnung ist nicht böse gemeint. Ich schwöre es dir. Ich wusste nur nicht, wie ich dich anders darstellen soll. Ich schwöre, es ist nicht böse gemeint. Scheiße, was hast du jetzt schon wieder veranstaltet, Digga? Jetzt wird's schlimm. Ach, Digga. Ja. Nein, wenn du das übersetzt. Muss ich zu. Okay. Das ist besser als einfach. Hä? Geil, Digga. Oha! Oha! August, ich hab's übersetzt. August, wirklich. Jetzt kommt's, also, das ist der Typ. Du könntest viel. Weil Zuschauer wundert kommen. Euch. Krokodil! Ich bin der einzig Kreative mit meinen Sätzen, ne? Okay, den Menschen habe ich vergessen. Sorry. Bro, das war doch kein Drache. Ja, sorry. Wie das aussieht. Wow. Bro, einfach die ganze Zeit nur Lade. Low-key, das schmeißt man gar nicht mal so scheiße. Ja, funktioniert, let's go. Ach Bro, August, halt noch deine Presse, Digga, du machst wieder Kunstwerk daraus, aber ehrlich. Was für Kunstwerk, Digga, der Shield. Okay, jetzt mach mal auf Deutsch. Bitte mach jetzt, Ja. Hä? Nachflash des Todes heute, echt. So. Ich hatte, bis jetzt hatte ich Nachflash des Todes. Wir gehen in die erste Runde rein, wir brauchen einen Satz, Leute. Ja, gut. So, nehmen wir mal das.
Das ist nämlich vor irgendwie so ein paar Tagen passiert. Wenn einer von euch das zeichnen muss, viel Spaß, ihr werdet so gebrochen. Wenn einer von euch meins zeichnen muss, dann viel Glück beim Interpretieren. Nice. Ja, Leute, das, was ich jetzt geschrieben habe, das ist erst vor kurzem passiert. Von daher denke ich, dass das sehr passend ist. Jetzt kommt's. Ja, also ganz ehrlich, aber ich wüsste nicht, wie es da... Wobei doch, das kann man eigentlich jetzt relativ kommt's. Easy... Jetzt kommt's. Jetzt macht der Da Vinci-Satz, Alter. Nein, das geht... Bro, ich mache eine YouTube... Was zur Hölle? Soll das ich darstellen, oder was? Was? Hä? Gesundheit. So, Leute, ich glaube, das ist gut beschrieben, oder? Das... Ich schreibe das jetzt einfach so, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, was das darstellt. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe keine Zeichnung bekommen, by the way. Oh, okay. Ja, dann beschreib das jetzt mal. Ah, Digga. Okay, ja, was male ich denn da jetzt am besten? Ich hab dich einfach... Ich wollte es doch reinschreiben! Oh, das ist aber voll gut geworden, ne? Ja, nein, oha, krass. Also die Zeichnung fühle ich. Junge! Am Bolden liegt. Oh, boah. Ich brauch ein bisschen Masse. Das muss sein. Oh Mann. Ja, genau, das ist auch voll gut geworden. Das ist voll gut geworden eigentlich. Okay. Junge. Oh Mann, nee. Oh. Leute, ich würde sagen, eine zweite Runde geht noch, oder? Stirbt gerade auch. Nein, ich spar nicht. Oh, lacht ihr auch so sehr wie ich und stirbt gerade jemand wie ich, Alter? Oh mein Mann, Gott. Mann, lass mal wirklich fort. Ich bin mir über gar nicht sicher. Also, ich sag mal das, was ich geschrieben habe und... Ich frage mich, wer das bekommen wird, aber ich bin gespannt, wer es von euch bekommen wird. Aber, ganz ehrlich, der Satz, ich glaube, da wird sich Prince freuen. Bin ich ehrlich. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Okay, warte. Die Person, ich konnte nicht mehr. Ey, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Wer von euch wollte mich einfach jetzt blamieren und hat einen Satz auf Spanisch geschrieben? Ja, bei mir auch. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe... Ich zeichne Kunde, halt irgendwas hin. Leute, ich zeichne Google irgendwas hin. Jetzt wartet, ich okay, nein, irgendwas. Ich hab Angst. Wer hat meinen Satz? Das sind ganz viele Heul-Emojis. Ich zeichne meinen Satz. Nein, hier, hast du den. Ich zeichne irgendwas hin, mir egal. Okay. Mir ist es so egal. Ich hab da keinen Bock drauf. Leute, das kann ich schon wieder. Was denn? Ich zeichne irgendwas hin, mir ist so scheißegal gerade. Warum kriegst du immer meine Leute, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, das kann ich schon wieder nicht zeichnen. Ich schreibe das jetzt hier nochmal hin für die nächste Person. Auf Spanisch oder auf Deutsch? Auf Spanisch? Auf Spanisch, ich bin nicht gebannt. Okay. Ich muss das wahrscheinlich trotzdem zensieren, oder? Ey, das kannst du mir nicht erzählen, ne? Ja, ich hab das erstmal schon geschrieben, perfekt. Sorry, aus meiner Zeichnung ist ein bisschen was. Aber du kannst mir das anderes nicht erzählen. Du kannst mir das noch nicht erzählen, dass du das immer. Also ganz ehrlich. Hast du es übersetzt? Ich hab's übersetzt. Junge, ich schwöre, Prince, Alter, der Arme. Ey, das ist ganz schlimm, nein. Leute, warte, das schneide ich jetzt. Du kriegst ich aber auch. Ich schneide jetzt aus dem Video raus, aber da steht Rizus. Ah! Ich will sehen. Nein, ich kann das, ich glaube, August will nicht, dass ich sage. Ich will das nicht. Okay, dann da steht Rizus Penis. Fehler von Google Übersetzer. Da steht literally. Oh. Was zur Hölle? Es tut mir leid. Was zur Hölle. Oh Mann. Y ahora describa esta escena. Aber warum schreibst du denn sowas?
Oh Gott, ich hab gerade komplett Kian Satz verstanden, ne? Also was Kian gezeichnet hat, dein Satz, ich hab das alles verstanden. Selbst auf Spanisch. Cool, dass du Spanisch kannst, Marc. Ich hab das wirklich jetzt gerade alles verstanden. Wir sind bereit für die Arbeit. Oh. Was denkst du denn? Oh. Ich hab so normalen Satz gehabt. Das ist aber, das ist eine gute Umsetzung. Also ich denke, was ist Hola? Hola, aber so richtig falsch ausgesprochen. Ja, das ist meine Entschuldigung für die Sendung. Ja, Entschuldigung. Aber der gab viel Smash. Jetzt frage ich mich, wer meins dann hatte. Den habe ich mir jetzt gedownloadet. Der wird sich jetzt gekiept hier, den. Das würde mich jetzt interessieren. Der Garfield ist cool, den brauchen wir. Oh je, kommt jetzt wieder was... in den Schrank hingemalt. Ping-Pong, das sollte ein Stromkasten sein, Junge. Digga, was soll ich? Was weiß ich denn? Okay, Polaris, bitte sag, du hast nicht wieder ein Tier genommen. Okay, gut. Hörst du ja irgendwann jetzt sagen, oh, da sehe ich uns. Oh, hört man das? Voll versaut, August. Das ist so versaut. Alter. Es tut mir leid. Oh, alles kaputt gemacht. Es tut mir leid, dass ich es gesagt habe. Und Leute, damit beenden wir jetzt dieses Video. Das ist doch besser so. Und, ja, würde ich auch sagen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren. Schaut bei Polaris und bei FryingPN vorbei. Ja, in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut, Leute. Ich würde mein Video an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Geld auch noch rum da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und check gerne Prince of Games ab. Link ist in der Videobeschreibung. Jeden Fall. Und ja, lest euch auch gerne, beziehungsweise schreibt mir gerne Kommentare rein, weil, wie ihr wisst, ich lese mir Kommentare mal gerne durch. Und da würde ich sagen, euch noch allen ein wunderschönes Wochenende an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye!